So, und dann auch herzlich willkommen bei mir hier zur ersten Etappe der Tschechien-Rundfahrt. Mit dabei ist der Terror-OP. Wir machen heute wieder eine schöne Duel-Aufnahme. Grüßanti, oder? Ja, bei ihm startet heute die Tour of Alberta und bei mir eben, wie gesagt, die Tschechien-Rundfahrt, die wir uns jetzt mal anschauen werden. Erste Etappe, Zeitfahren. Ja, ich bin mal gespannt, ne? Wie ist die Tour of Alberta? Die ist ziemlich bergig, ne? Relativ. Okay. Aber ich hab's Zeitfahren simuliert, ne? Oh, du bist echt so ein Lutscher. Alle mal direkt Daumen nach unten geben. Auch bei meiner Folge, bitte. Ja, absolut. Nee, also. Ich weiß nicht, ey. Ich kann im Zeitfahren nichts abgewinnen. Ach, du bist aber faul, ey. Aber deswegen geht's bei mir hier weiter, bei der Vuelta. Also wir sind momentan in der Gesamtwertung Siebter. Ja. Krass, da haben wir ja letztes Mal noch gesteigert. War ja Neunter gewesen, ne? Stimmt, ja. Und dann ist irgendwer gestürzt und so. Ich glaube sowieso, du bist bei das ist jetzt die Etappe 12. Ich glaube, bei 4 oder 5 Etappen bei der Vuelta warst du eh dabei. Okay. Also beim Großteil warst du echt dabei. Und bei der Bergwertung sind wir auch 9. Bei der Nachwuchsfahrerwertung sind wir 4. Aber der Alaphilippi, Alter, der hat einen Abstand. Der ist nicht normal, willst du damit sagen, oder? In der Sprintwertung sind wir 3. In der Teamwertung sind wir 6. Das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Also finde ich. Echt für. Ziemlich gut, ja. Man darf ja nicht vergessen, man denkt immer so, ich bin so ein Erstliga-Team vielleicht, weil ich halt so viele Wins geholt habe und so. Und vor allen Dingen große Wins, also Katalonien-Rundfahrt muss man erstmal holen, sag ich mal. Ich muss mir jetzt ehrlich sagen, ich hab eigentlich gar nicht so krass viele Rennen gewonnen. Hast du gerade eigentlich mal nachgeguckt, wie viele es insgesamt waren so? Nee. Okay. Hätte mich mal interessiert. Aber ja, ich hab gar nicht so viele Rennen gewonnen, war die ein oder andere Etappe und so, ja. Aber viel war halt auch einfach nur, ich sag mal, große oder wichtige Rennen, die da gewonnen worden sind. Okay. Also was ist wichtige, ne? Ja, aber die Katalonien-Rundfahrt ist schon hart, also. Ist schon ein großes Rennen, so ist nicht. Ja, absolut, absolut. Ja. Aber ich weiß, in welchem Kalendermonat bewegst du dich? Weil du hast ja auch so ein bisschen vorproduziert, deswegen. Ich habe sehr viel Folge vorproduziert, so. Ja. Ich weiß gar nicht, was heute in echt rauskam für eine Folge. Habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, ich bin noch bei der King High Lake Tour in echt. Also, ja, ich glaube, ich bewege mich jetzt so langsam, aber sicher auf den September zu, wenn ich nicht schon drin bin. Ich weiß gerade gar nicht genau. Und ich mache mir die Musik wieder ein bisschen an, ey. Das ist sonst voll ungewohnt. Ja, ich hab die auch an. Also ohne geht's nicht. Ja. Ist irgendwie so tot. Bissi muss schon im Hintergrund düdeln. Ja, also, ja, keine Ahnung, wo ich bin. Müsste ich gleich mal im Kalender nachschauen. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Warum greift Valgren an? Was soll das? Er will dich zerstören. Er will zeigen, dass er der Richtige ist. Bei mir ist gerade Ricardo Vilela die beste Zwischenzeit im ersten Sektor gefahren. Bester Mann. Aber sind auch noch nicht viel unterwegs. Hat im Zeitplan 74, alle. Dass man sich an seinem Schwanz hängen wird. Sommer. Ich finde es irgendwie doof, dass jetzt immer die ersten 20 da angezeigt werden. Ich finde die Top 10 hätten völlig gereicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Top 20 finde ich too much. Ja, ist echt ein bisschen viel. Aber bei mir ist tagesformmäßig, ey. Ach du Scheiße, der Saez ist bei minus 5. Das ist doch nett. Auch noch nicht gehabt. Das ist doch echt mal gut. Gut, Nubil Bau ist gut drauf, aber die Saison ist halt auch lang. Ich finde die Vuelta. Ja. Ja. Nee, erzähl, Entschuldigung. Sag du bitte. Okay. Ich fand einen Kommentar letztens sehr, sehr interessant. Da hat jemand geschrieben, ich weiß jetzt nicht mal, ob es der Yasir Hübner war oder der Mr. Joker. Einer von beiden jedenfalls hatte geschrieben, dass es ja sein könnte, dass bei mir die Fahrer so eine schlechte Tagesform immer haben, weil die wissen, dass sich Skylife Dubai auflöst und vielleicht auch manche keinen Vertrag haben und sich das dann auf die Moral auswirkt und sich das dann auf die Tagesform auswirkt. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber ich fand den Gedanken ganz interessant. Es wäre eigentlich voll realistisch. Wäre voll realistisch, aber ich glaube nicht, dass es so ist, weil das Spiel hat nicht so die realistischsten Züge. Ja. Ja, ganz kurz, also Andrea Pallini ist bei mir jetzt bereits im Ziel, aktuell ist er 4. 26 Sekunden langsam, aber es sind auch erst 8 Leute im Ziel, also ne, alles Maß ohne Wert. Okay. Bei mir die Etappe ist, da gibt es einen Einerberg, einen Dreier und noch einen Dreier.
Oh Aber Mann. das Ende ist dann, also da ist dann ein Berg, ein Dreier und dann geht's flach ins Ziel, so eine ganz minimale Steigung nochmal. Ja. Also es könnten auch, ich sag mal, gute Sprinter, die auch was am Berg oder am Hügel so ein bisschen auf dem Kasten haben, die könnten durchkommen. Willst du uns da vielleicht Also bei. irgendwas erzählen gerade mal? Ja, dass es vielleicht Barbero gewinnen kann. Ach so, okay. Ich meine eigentlich was anderes, weil du gerade gesagt hast, da kommt eine und zwei. Achso, achso. Wegen Burger King. Ja, Burger King. Burger King, ja, wir waren nicht, also ich war gerade beim Burger King. Und jeder, der den Assi-Toni kennt, unsere Also auf Zuschauer meinem sowieso, Kanal die hoffentlich kennen unser. jeder. Ja, ich wollte es gerade sagen, der. Ach Gott, was hat denn der da nochmal gesagt mit dem Einer und Zweier und so? Ach, der, irgendwie hat er ja über Frauen geredet und da hat er gemeint, da wollen sie dann ein Zweier, ein Dreier und all so Experimente. Ja, genau. Genau. Und da war ich jetzt beim Burger King, dann habe ich ein Menü für Sebastian bestellt und ein Menü für mich bestellt. Und dann habe ich mir gedacht, bestell mal noch Chili Cheese Nuggets. Oh du Scheiß, warte mal. Hier ist gerade die Hölle los. Das Gelbe ist die Kraft, ne? Scheiße. Ich bin so Nee, wir dumm. sind gerade. Was ist bei dir passiert? Eieiei. Mann, nur Gott sei Dank. Baus am Leben. Ah nee, ich hab gerade ein paar Leute gestürzt. Also. Ich bin so ein Vollidiot, ne? Ich gebe hier die ganze Zeit Wieso? Gas, weil ich irgendwie gedacht habe, der blaue Balken wäre für die Kraft. Das ist so dumm. Als hätte ich das erste Mal Pro Cycling Blau? Manager gespielt. Boah, Alter, was bist du denn für ein Pleb, ey, sorry. Richtig dämlich, gell? Und Nee, ich weiß nicht. ich lag bei der zweiten Zwischenzeit auf Rang, ja, jetzt mittlerweile 8, aber es ist trotzdem nicht schlecht. Oh, wie Für. behindert, dass der Prater zurückgefallen ist. Schade. Naja, auf jeden Fall waren wir da mal im Burger King und habe ich dann so Chili Cheese Nuggets bestellt. Und dann habe ich halt dann so gemeint, ihr habt doch so Chili Cheese Nuggets. Und hat dann gemeint, ja. Und dann habe ich gemeint, ey, ich hätte gerne so eine oder so ein Zweier oder ein Dreier oder vielleicht auch ein Vierer und so, ne? Ja. Und dann hat er gemeint, ja, wir haben einen Sechser. Und dann habe ich so, ja, yeah, ein Sechser, ein Vierer und so. Und dann hat er es so lustig gefunden, hat so dumm und dämlich gelacht, dass er uns dann die eine Sechser Chili McNuggets, genau, die eine Sechser Chili Cheese Nuggets uns geschenkt hat. Das war ganz lustig gewesen, Das ohne ist Scheiß. echt lustig, ja. Das habe ich sehr gefeiert, muss ich sagen. Na, echt lustig, ey. Ich wollte aber davor eigentlich irgendwas sagen, wo wir uns dann gegenseitig unterbrochen haben. Ja, es sind Und halt dann. Dualaufnahmen, das muss so sein. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, was ich sagen wollte. Also ich glaube, bei meiner Schade. Etappe auf jeden Fall gibt es einen Easy Win für Valverde. Okay. Die ist wie gemacht für den. Die ist wie gemacht. Jawohl, Prades ist wieder dran. Ist aber meine Fahrer sind zurückgekehrt. Das ist sehr gut. Kann mal gerade gucken, wer hier bei Ey, mir. really? Ja, was Schon denn? wieder? Was denn? Schon wieder Stürze. Stürze? Oha. Nieve? Ach. Valverde ist zurückgefallen. Sheesh. Komm, ich musste aufgeben, der Spaß. Nicht Spaß. Hassen, 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 Oh, alle ach hassen. du Scheiße, die sind ja richtig zurückgefallen. Lass das mal als neue Beleidigung etablieren. Was Junge, wie denn? zurückgefallen bist du denn? Ach du Scheiße, ey. Boah, einer hat aufgegeben. Wann denn der hat, aber den juckt wahrscheinlich gar nicht. Oh Mann, ey, das tut gerade richtig weh. Ja gut, hoffen wir mal, dass die wieder nach vorne fahren. Ja, hoffen wir das Beste, ne? Ja, blöd ist halt, dass der Barbero gestürzt ist, weißt Das war gestoßen, ja. du? Ja. Ja gut, wird schon. Ja, ich habe hier mal gerade geguckt, Sag wer bei mir mal. hier so mitfährt bei der Tschechien-Rundfahrt. Sind jetzt nicht so die Top-Namen mit dabei. Carvajal ist auch mit dabei. Unter anderem mit Barbero, Bilbao und so. Also. Tschüss! Sorry. Aber wie Was denn? schnell Valverde gerade schon wieder dran gefahren ist, Alter. Alleine oder hat der Teamkollegen gehabt? Ja, der war ja mit Barbero und so. Okay. Die sind ja zusammen, haben den schon gelegt. Ja.
finde es gerade Ja, voll ich hab schon entspannt, mir gesehen. dieses Zeitfahren zu sehen. Weil Zeitfahren sind halt auch so von dem, was man halt machen muss selbst, relativ entspannt. Man muss nur den Balken hin und her schieben, schlimmstenfalls. Ja, stimmt schon, aber ich weiß nicht, mir macht es überhaupt keinen Spaß. Aber ich hätte halt auch gern so einen Führer. Ich muss dir echt sagen, einer meiner, also Zeitfahrer habe ich überhaupt nicht diese Saison. Zeitfahrer, ja, ich ja auch nicht. Der beste Zeitfahrer ist, glaube ich, der Stewie in meiner Mannschaft, der Alles hat klar, der nächste 67 oder gestürzt. so. Was ist denn hier los, ey? Ich weiß es nicht. Ist schon wieder irgendwie, regnet es vielleicht oder so? Keine Ahnung. Ja, es regnet, aber Naja, trotzdem. na dann Es bestimmt kann nicht sein, deshalb. dass die hier alle. Ja, aber ich. Dass die alle 2 Minuten stürzen hier, ey. Ja, passiert, passiert. Das sind echt auch manchmal so Schon wieder Tage. Politik, schöner Gott. Nicht Spaß. Wo sagt die Major-Politik? Ach so. So, mal schauen, was Ah, Mancebo hier für eine schade, Zeit hinzaubert. ey. Mann, Servus ein Gott. Naja, beim Zeitfahren nur Schrott, ey. Doch, der ist ein King. Okay. Mal gucken. Mal gucken, ob der es auch so sieht. Ah, Platz 18 immerhin. Das ist nicht schlecht. Für ihn. Boah, was ist denn hier los, ey? Aber hier gibt es anscheinend Massestürze, ey. Da sind schon wieder eine ganze Leute, 27-Mann-Gruppe hinter uns und das ist noch nicht viel vom Rennen passiert. Okay. Also, Du hast den Plan. Ich hab nicht den Plan. Bei mir Ja, ist bei mir sieht es momentan jetzt aus wie. Damien Hausen erster von der Ultra Green Edge Mannschaft. Best Team, Mann. Mal ganz kurz gesagt. Prat ist momentan auf der 9, wie Lela immer noch Achter. Wir sind gut Echt? dabei. Die Tschechien-Rundfahrt, für alle, die es jetzt nicht mehr im Kopf haben, ist übrigens die erste Etappe halt, wie gesagt, Zeitfahren. Zweite Etappe hügelig und dann zwei flache Etappen. Also könnte ganz interessant werden. Durchaus. Vor allen Dingen für so jemanden wie den lieben Herrn Pinto, der später noch von der Rampe geht. Denn der kann auch ziemlich gut Zeit fahren. Also der ist ein echt guter Allrounder, muss man sagen. Pinto? Ja, wie läuft's denn bei dir, mein Freund? Ja, das ist jetzt gerade der vorletzte Berg oder Ja. Hügel. Okay. Und ja, wie gesagt, aber es passiert ja eh meistens erst am Ende irgendwas. Aber geht's hügelig ins Ziel oder was? Nee, es ist nochmal ein Abschlusshügel. Und dann bergab. Und dann geht's bergab und dann nochmal ein bisschen flacher. Also ich habe ja die Hoffnung, Okay. dass der Barbero da drüber rutscht, aber ich glaube eher, dass der Valverde da uns wieder alle wegstecken wird. Mal gucken. Ich wollte wegstecken sagen, ne? Wegstecken. Wegsnacken. Quickstep. Quickstep. So, jetzt Ja, wie gesagt, Vollgas. also Ah! ich hoffe auf meinen Toll. Bruder Barbero oder Bilbao. Bilbao ist ja auch ein guter Berg. Ja, Sprinter. Ja. Kann man so nennen, ne? Kann man so nennen, ja. So, jetzt geht Sufyan Hadi von der Rampe. Auch kein guter Zeitfahrer, auch mit der schlechten Tagesform von -4. Also, da wird halt nichts gehen. Aber es macht ja auch nichts. Der ist ja kein Kapitän. So, bei mir sind es noch 22 Kilometer. Gleich geht es nochmal oben drauf. Na, ich bin der Sprinter, ich 32. glaube. Was? 32 waren das. 22. 22, okay. Na dann geht's bei dir jetzt gleich um die Sausage. Aber ich weiß nicht, also. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier jemand groß hat, weil es sind dann bestimmt noch so. Das stimmt noch 10 Kilometer, also 5 Kilometer bergab und schon alter Schwede. Mein komplettes Team hat schon geklatscht. Echt? Ja. Ach du Kacke, ey. Was ist da denn los, ja? Ach du. Boah, aber ich glaube, der Dings auch. Der, ne? Mal werde. Okay, also Massensturz hier, so richtig.
Was hat? Das ist natürlich jetzt nicht so schön, ne? Nee. Eher nicht so. Mann. Ganz ehrlich, wie viele Stürze soll ich denn heute noch mitmachen, ey? Echt so, Mann. Sieht's. So, Jetzt bist du leider Hadi im schwierig gelaufen. Ziel als 81. Ach du Scheiße, also wirklich kein Zeitfahrer. Das merkt Ganz man auch ehrlich, das deutlich. Rennen ist gelaufen. So, arg weit hinten. Naja, gut, so nah am Ziel ist sowieso scheiße. Wenn sich da noch andere durchsetzen konnten, ist übel. Party gefeiert. Okay. Genau. Hab's gerade eh nicht verstanden, was gelaggt hat, aber es ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Ja, das ist besser so. Oh Mann, ey. Was ein Abfuck. Ah, Balushi hier mit einer sehr guten Zeit bis jetzt unterwegs. Mal schauen. Vielleicht sorgt ihr hier für eine Überraschung. Komm, jetzt nochmal alles geben. Letzter Kilometer. Gibt hier nochmal alles. Ah, schade, 81. War jetzt richtig lustig. Sorry, dass ich gerade nicht so wirklich rede, aber ich bin gerade wieder verdammt konzentriert. Okay. Ja, das macht dir nichts. Dann kann ich ja mal ein bisschen übernehmen, wenn du willst. Alter, Kannst ja. wie schnell ist denn der Valverde nach vorne gefahren? Das, Ach ich du habe gerade irgendwie ein Scheiße. Déjà-vu, das habe ich schon mal gehört. Oh Ja, Mann. ne? Ja. Alle Schwede, du. So, Na, jetzt. was jetzt mal ohne, Ja. Mist, was hat dieser Mensch für verdammt dicke, fette Hoden, Alter? Ich sage mal so, Sorry, ne? dass ich jetzt immer so glück. Hä? Der hat vor kurzem erst das vierte Mal hintereinander die Flèche Wallonne gewonnen und das fünfte Mal insgesamt, also der kann schon was. Alter Schwede. Erzähl es niemandem. Nee. So, Mohammed Hassan Al-Murawi startet bei mir jetzt als, also vielmehr schon unterwegs, als Vorletzter aus meinem Team. Mal gucken, was der für eine Zeit hier hinzaubern kann. Also eigentlich nicht so wichtig, weil der wird bei der Hügeligen-Etappe sowieso keine Chance haben. Muss man einfach mal Ich hätte so ja mal ehrlich einen muss man Wunsch, sein. ne? Was hast du denn für einen Wunsch? Keine Ahnung. Dass meine Leute nicht mehr auf die Fresse fliegen. Das ist ein verständlicher Wunsch, ja. Also kann ich gut Ja. verstehen. Also ja, kotzen hier, ne? Das ist schade hier. Oh, das ist echt blöd jetzt gewesen. Ja. Aber gut, wir haben jetzt. Alaphilippe hat's gewonnen. Oh, Aber okay. Valverde und wir haben jetzt nichts verloren, So, Al-Murawi jetzt auch gleich im Ziel, aber es hat von der Kraft her auch nicht wirklich hingehauen. Und also. landet damit Ganz auf ehrlich, Platz ey, so ein Rennen habe 110. ich noch nicht erlebt. Mit so vielen Stürzen. Zwei, vier Stück, oder? Das kann sein, ja. Also sowas. Und vor allem, ich hab die Stürze schon auf 80% runtergemacht, ne? Was sind da die Standardeinstellungen? Standard sind 100. Echt? Ja. Krass. Aber bei mir sind noch nie so viele Stürze passiert. Aber wir haben jetzt einen Platz, das haben wir doch verloren gegen Costa. Oh. Aber gut, den holst du wieder. Ja, absolut. Sind wir mal ehrlich. So, bei mir startet jetzt auch Das. Pinto. Das wird ganz interessant. Der hat eine Ach gute so, wie viele Tagesform. Kilometer sind denn bei dir noch und so? Bei mir sind es jetzt ja halt 22 knapp. Aber es ist der Letzte, der jetzt von der Rampe geht, auf jeden Fall. Ah, schauen wir mal, was der für eine Zeit hier rausholen kann. Achso, du bist dann aber im Zeitfahren, ne? Genau. Ich habe das jetzt mal ganz gechillt mitgenommen und hier so ein
bis ich dabei zugehört, was du da so zu erzählen hattest über das Rennen. Das war ja doch ziemlich interessant. Von einer oder von 2 Jahren so, ne? Ja, so ist es. Kurz mein. Ach, ich liebe dieses Headset. Ist Kann ich einfach. euch meinen Hund auch aufs Bett machen, so. Ja, Und dabei halt ist weiterreden, Kopf der Headset. drahtlos oder was? Nö, aber das Achso. Kabel ist verdammt lang. Okay. Das ist wichtig. Nee, Also. ich benutze keine Drahtlosen. Okay. Weil, da, also ich weiß es, aber ich habe in der Vergangenheit halt, auch bei, gerade auch bei Kopfhörern, da ist das Signal ist nicht zu 100% direkt. Heißt, wir hätten jetzt vielleicht eine Verzögerung drin und dann, na, ist doof, ne? Ah, stimmt, ja. Ich beende mal ganz kurz hier gerade die Ja Folge bei klar, mir, mach damit ruhig. ich, ne? Jo, Freunde, das war's dann mit der ersten simulierten Etappe von der, Gott, wie heißt das, Tour of Alberta Genau. und mit der 12. Etappe von der Vuelta a España. Die 13. Etappe ist genauso wie die 12., Freunde. Aber wir sehen uns dann bei der zweiten Etappe von der Tour of Alberta und jo, macht's gut, bis dann. Tschüss. So, warte, ich moderiere auch gleich wieder an. Okay. Señores, wir sind hier zurück. Tour of Alberta und so, ja, Duellaufnahme, ich will jetzt nicht deine Aufnahme als Versorgung, deswegen reden wir einfach Nö, weiter, ist ja alles gut, nichts alles gut. gewesen. Na? Genau. Bei dir ist Zeitfall immer noch? Immer noch Zeit fahren, ja. Noch 6 Kilometer hier. Ja. Pinto ist nicht so gut dabei, muss man sagen. Also hier fahren, glaube ich, bessere Leute mit als bei dem anderen Rennen, wo er sich ziemlich gut geschlagen hat. Was war das? Die King High Lake Tour war das, genau. Achso, was ich ganz vergessen habe bis jetzt zu erzählen, die Tschechien-Rundfahrt ist die letzte Rundfahrt im Rennkalender. Und Echt? danach kommt nur noch ein Tagesrennen, ja. Auch jetzt Erstligamäßig und so? Das weiß ich nicht, aber es. Also jetzt in meinem Rennkalender zumindest. Für die Saison. Okay. Kommt, es gäbe bestimmt noch andere, aber da nehmen wir halt nicht teil. Bin ehrlich. Jetzt hätte ich fast wieder gedacht, der blaue Balken wäre für die Kraft. So, Pinto ist jetzt gleich im Ziel. Du bist gerade im Ladescreen, Und würde ich was mal tust du tippen. denn alles? Was? Du bist bestimmt gerade im Ladescreen. Nee, ich bin schon am Start. Achso, okay. Ja, Pinto 25. geworden mit 1 Minute 20, glaube ich, ungefähr Abstand. Das ist okay. Gucken wir mal, was die anderen hier noch so für Zeiten hinlegen. Als nächstes kommt Launders oder Launders von Drapac ins Ziel. Schauen wir mal. Ich fühle mich gerade, als würde ich mit einem neuen Team fahren. Echt? Ich Ach so, habe wegen die Fahrer Alberta. alle noch nie gehört. Echt so krass? Nein, das war jetzt ein bisschen übertrieben. Okay, ich dachte schon. Aber so ein paar, muss ich ja ganz ehrlich sagen, habe ich echt nicht. Also. Der Gonçalves Also ist auch nicht Molina bin so. ich. Ha? Ja. Der Gonçalves ist auch Was? nicht so schlecht im Zeitfahren, ne? Nee, der geht. Also der ist okay. Der hat allgemein voll gute Werte, sehe ich gerade. Der hat fast nichts Aber irgendwie, ich weiß, unter 66 oder so. der ja, aber irgendwie kann er alles okay, aber nichts gut. Ja, das ist auch nicht schlecht, so ein Fahrer. Ja, Gerade für ich so sag mal, das ist kleinere ein. Rundfahrten ist es echt gut. Ich finde, das ist ein guter Helfer, mehr aber Das nicht, sag ich außerdem, ganz ja. ehrlich. Also, er wird hier auch Jetzt, gerade wer mal hier Achter mitfährt. im Zeitfahren. Aktuell. Mal schauen, ob er die. Rohani fährt mit. Ja. Rollo fährt mit. Latour fährt mit. Amador fährt mit. Modolo. Oh Gott, wir werden keine Chance haben. Wir haben der Beste bei uns am Berg. Hat 70, glaube ich. Okay. Naja. Wir geben ihm trotzdem unser Bestes. Kennen wir ja, ne? Ich weiß, Matratze hat 75 am Hügel. Warte mal, ganz kurz. Oh, Nerz auch mit einem sehr guten Zeitfahren. Der ist guter Zeitfahrer, krass. Wer? Dominik Nerz ist jetzt gerade Achter geworden. Aber der hat in echt seine Karriere beendet. Voll krass. Ist noch Wer ist gar nicht der? alt. Ach, keine Ahnung, 25 maximal. Oh, hat er seine Karriere beendet? Ja, irgendwie krank oder so. Ja gut, Tja. das ist halt ein mega Ich glaube, Höchstleistungssport, ne? ich glaub, am Knie hat er irgendwas. Das ist natürlich beim Radfahrer scheiße.
Also, Ja. Rasmus Christian Quade vom Team Stölting gewinnt hier vor Damien Hausen und Luke Durbridge. Aus unserer Mannschaft ist keiner unter den Top 10, aber José Gonçalves landet auf Rang 9. Also, das kann man ja hier auch mal erwähnen, wenn der Pascal schon mit dabei ist, ne? Also, bin ich Gute mal alte gespannt. Gonçalves, der Emo. Also, ich muss echt sagen, das Starterfeld hier bei der Tour, bei der Tschechien-Tour ist echt nicht übel. Das wird schwierig, hier was zu reißen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich mir einfach vorgestellt. Ich hab's mir aber auch bei dieser Tour auf Alberta, da habe ich jetzt eigentlich auch gedacht, das Feld ist jetzt nicht mehr so, aber sind schon gute Fahrer dabei. Also Pinto ist im Zeitfahren 30. geworden, verliert 1,25 auf den Tagessieger Quade aus Dänemark. Na, schauen wir mal, was da so noch gehen kann. Und dann fährt der Höyer bereits schon. Kannst du dich noch an den Höyer erinnern, den ich die ganze Zeit versucht Hey. habe unter Vertrag zu nehmen, diesen Kopfsteinpflastermensch aus Dänemark, der voll Ja. jung war? Ja. Der hat jetzt scheinbar so einen Vertrag unterschrieben, dass der schon als, wie nennt man es, Stagiaire, also als Praktikant mitfahren darf den Rest der Saison. Und fährt jetzt hier für Okay. Orica Greenwich mit dabei. Ganz lustig. Ach, Bin ich sorry. mal gespannt, wie der sich schlagen wird. Ja. Ich hab ja auch so einen Vertrag jemand angeboten, aber der wollte ja eh nicht kommen. Okay. Hätte ich ganz interessant gefunden. Na gut, bei mir ist jetzt erstmal die Folge vorbei. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.